Also bevor wir hier die Aufnahme starten, würde ich gerne mal mit Daniel zusammen erstmal ein paar Gedanken machen. Lass mal noch nicht laufen. Was würdest du sagen, macht unsere Kultur aus? Das Zwischenmenschliche in erster Linie. Wir sind heute besser als gestern und wir werden morgen besser sein als heute. Wir sind bereit, uns kontinuierlich zu verbessern. Und das ist das, was wir hier tagtäglich auch leben. Was wir suchen, ist natürlich in erster Linie Software-Ingenieure, ja, die auch Wert auf Qualität legen, also Professionelle und nicht ich entwickle, ja, sondern ich weiß, was ich entwickle. Dass ich lege meine Hand in Feuer, wenn ich sage, ich bin fertig mit etwas. Für uns ist es wichtig, dass die Leute bereit sind, das, was die heute nicht können, zu lernen, aber das, was sie können, auch professionell rüberzubringen. Ich mach das nochmal ein bisschen schneller. Bleib mich fragen. Du brauchst so einen Tesafilm. Also für mich gehört zu Software entwickeln mehr als nur, ich schreibe Code. Wir machen ja IT-Beratung. Das heißt, wenn ich jemanden in einem Projekt einsetze, erwarte ich nicht nur, dass er am Ende Code produziert, sondern ich erwarte eigentlich auch, dass ich jemanden mit den Anforderungen von dem Kunden auseinandersetze. Das heißt, wirklich das Problem verstehen. Also eigentlich erwarte ich von jemandem immer zumindest einen Blick für dieses Gesamtpaket. Ich erwarte nicht, dass es jemand am ersten Tag perfekt kann. Aber für mich ist das der Scope, wo wir eigentlich hinwollen. Bei allen den Sachen, wir arbeiten ja nie allein. Das heißt, immer in einem Team. Ich würde sehr starken Wert darauf legen, dass, wenn wir jemanden suchen, der menschlich dazu passt. Jetzt muss sich ja nicht jemand für uns verbiegen, aber wir müssen zueinander passen. Richtig, das ist sehr wichtig. Das heißt eigentlich nicht wir suchen jemanden, sondern die Person sucht uns. Ich erwarte immer, dass man Fehler offen ansprechen kann, offen darüber reden kann. Fehler werden gemacht, das heißt aber nicht, dass man Leute dafür blamen muss. Und die Erwartung sollte immer sein, man lernt aus den Fehlern. So, das heißt, wenn wir jetzt eine Videobotschaft rausschicken möchten, würden, dann würden wir damit anfangen, was wir suchen sind. Software-Ingenieure, die für Qualität stehen, Verantwortung übernehmen, in unsere Kultur passen. Unsere Kultur ist kontinuierliche Verbesserung. Feedback und Fehlerkultur. Richtig. Wir sind ein IT-Beratungshaus. Wir unterstützen Kunden beim Problem verstehen und lösen. Wichtig ist es uns, dass die Leute diese Prinzipien verstanden haben und wissen, was nachhaltige Software ist. Ja. So würden wir das hier rüberbringen. Gut. Supi, gut, dann sind wir bereit. Ja, dann nehmen wir jetzt mal auf, ne? Supi.